Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Against the Storm, Freunde. Ja, ich höre mich nicht so enthusiastisch an, aber das liegt einfach wirklich an der letzten Folge. Es tut weh. Es tut einfach weh. Und hier direkt kommst du rein. Da steht da wenig Nahrung. Es ist alles so erbärmlich. Es ist alles so erbärmlich. Aber was willst du machen? Es bleibt uns ja nichts anderes übrig, als es einfach nochmal zu versuchen. Das ist unsere letzte Chance. Und die könnte fast nicht schlechter starten. Warum muss zum Beispiel, muss ich jetzt auch mal rausfinden. Was war das nochmal? 25%, ja. Warum haben die überhaupt keinen Malus und die vier? Warum? Verstehe ich das? Ich verstehe es nicht, glaube ich. Ich glaube, ich verstehe das nicht. Ich glaube, da bin ich raus mit meiner vollen Überzeugung. Keinen Plan. Jetzt nochmal gerade, wenn ich das jetzt hier bei Nieselregen mache, kriege ich dann mehr als das raus? Ereignisbeute löst Ereignisse. Licht und Ereignis. Gibt nicht für Vorteile und Entwürfe. Müssen wir dann mal ausprobieren, würde ich sagen. Allerdings können wir das noch gar nicht machen. Wird gerade irgendwas gebaut? Nee, oder? Okay, jetzt haben wir hier zumindest mal die ersten Felder am Stissel. Destillerie. Was war das denn nochmal? Wein, Bier. Wir brauchen eigentlich tatsächlich nichts davon. Pigment, ja. Maximal, ne? Aber brauchen Schlagstöcke und Behandlung. Das ist es. Was ist hier? Hier, das ist doch schon wieder irgendwas, was uns komplett tötet. Das sehe ich jetzt schon hier dran. Das haben wir alles nicht. Das haben wir. Aha, wir haben Harz. Leute, wir haben Harz. Das heißt, wir könnten was. Opfergaben. Was? Jedes Mal, wenn ein Dorfbewohner stirbt oder geht, um 20 Punkte zählt 9 Dekorationspunkte. Das ist nicht schlecht. Sollten wir machen. Allerdings ist das hier bestimmt wieder irgend so ein Scheiß. Den Kreaturen, die unter den uralten Siegeln gefangen sind, werden grauenhafte Opfergaben dargeboten. Vielleicht sorgt das dafür, dass sie noch ein wenig länger schlummern. Beten wir, dass die Königin nie hiervon erfährt. Tötet einen zufälligen Dorfbewohner. Und jedes Mal aktiviert wird einen. Aber das wird uns vielleicht retten. Daher machen wir das jetzt. Füchschen. Füchschen. Fuccolinis. Ja, wo nehme ich sie her? Ja, ein Holzfäller, ne? Wir machen das so schnell wie möglich. Oder ist das egal? Ist eigentlich vollkommen Latte, ne? Hauptsache, man fängt damit schnell an. Weil das passiert einmal und dann ist es eben so. Ein Späher ist. Ja, genau. Alter, genau der oder was? Ist doch nicht euer Ernst. So, dann kommt hier natürlich direkt eine Kleinfarm hin. Wichtig. Und ja, nee, wir brauchen auch Getreide. So, er fängt auf jeden Fall an. Jetzt ist trotzdem die Frage, vielleicht soll ich doch zwei da reinballern. Dann muss er den erstmal sechsmal hin und her latschen. I don't know. Wenigstens haben wir jetzt dadurch keinen Obdachlosen mehr. Das ist ja schon mal etwas. Frag mich gerade, ob ich vielleicht, weil wir haben momentan relativ viel Holz. Ob ich vielleicht. Ist doch kleinere. Hier.
einen brauche ich auf jeden Fall für Platz. Vielleicht noch jemanden für Bretter da engagiere. Ich weiß es nicht genau. Wir müssen halt auch mal gucken. Den Ofen haben wir ja gebaut. Das heißt, Pasteten können schon mal gemacht werden. Allerdings brauchen wir halt dafür auch das Pochwerk für Mel. Können wir auch schon mal einen Auftrag geben. Denn ohne das wird es auch nichts bringen. Das ist auch hier alles wieder 4x4 Gebäude. Also sind halt so langsam, was das Baumfällen angeht, ne? Das ist schon krass. Biber sind da schon top-notch. Top-notch-Bibers. Was konnte man hier noch machen? Hier konnte man noch Kupferbarren machen. Ach, für Ziegeln hatte ich das auch gebaut, ne? Stimmt, das sollten wir vielleicht relativ schnell auch in Anspruch nehmen, dass wir da schon mal ein bisschen Ziegeln produzieren. Jetzt halt nicht überall so dringend wäre, hier mal auch mal Platz zu schaffen. Aber ich würde trotzdem sagen, ich baller jetzt einen hier raus und er macht jetzt Ziegeln. Wir könnten auch mit Beeren Pasteten machen. Weiß ich nicht, ob es so sinnvoll ist. Das Jahr wird eh noch nichts geerntet, also das ist auch wurscht. Der hier ist dran. Ich hoffe, dass wir den nächsten Winter einigermaßen unbeschadet überstehen. Ich brauche halt Nahrung, ne? Es hilft ja nichts. Oh, hier haben wir noch Gemüse, sehe ich gerade. Ein kleines... Sollten wir drüber nachdenken, ne? Da haben wir nur jetzt wieder keine... Aber ich krieg 3, ne? 3, aber ich weiß gerade, ist egal. Wir müssen das bauen. Das hilft ja nicht. Macht der Ziegel ja, oder? Wir müssen jetzt auch mal ein Bilder haben wieder. Ich priorisiere das hier mal. Ja. Okay. Müssen wir irgendwie warten, ne? Können wir eigentlich direkt machen. Neuen Entwurf. Ja, der könnte wichtig werden. Das ist eine schwierige Entscheidung. Wobei eigentlich, wenn man es ganz realistisch betrachtet, ist es keine. Wir müssen die Ranch nehmen. Ich brauche Fleisch. Ich glaube nämlich, für Pasteten brauchen wir Fleisch. Ja. Und wir kriegen Getreide. Da brauchen wir auch kein Gemüse mehr produzieren. Weber wäre auch okay. Allerdings haben nur die Harpien Dings. Das heißt, hier gehen wir nur auf Getreide. Bauen die Ranch. Und dann können wir Fleisch produzieren. Das ist gerade relativ wichtig.
So, der Sturm kommt jetzt langsam. Die sind alle schon wieder aktiv da. Werde ich natürlich zu verhindern wissen. Das geht runter, obwohl ich es gerade... Ich verstehe es nicht. Aber egal, dann können wir jetzt den Fuchs, der jetzt übrig ist, können wir jetzt auch noch hier reinballern. Dann geht das umso schneller. So. Mal gucken, was jetzt der Sturm sagt. Das ist noch human. Das kriegen wir noch hin. Nur die Harpien gehen auf die Barrikaden. Wir haben jetzt noch 3 Holzfäller aktiv. Die könnte ich natürlich auch noch rausnehmen. Allerdings weiß ich nicht, ob das überhaupt was bringt. Denke ich nicht. Aber ich könnte auch mal noch einen wirklich rausnehmen. Einfach nur als Bilder. Würde ich machen. Ist doch gerade relativ viel Aufbau hier. Entschuldigung fürs Naseputzen. Aber es kommen auch bald neue Leute. So, der hier muss eigentlich auch direkt gefüllt werden. Wir brauchen Nahrung. Und zwar dringendst. Dringlichst. Ja, das bringt auch erst was, wenn die Felder gebaut sind. Aber die werden jetzt zum Glück auch gebaut. Lief auch keiner tatsächlich. Alles gut. Ich muss halt echt irgendwie eigentlich. Können die mal kommen? Ich frage, ob ich die annehme. Warte mal. Was? Dorfbewohner geben 6. Kommt drauf an, wie viele das jetzt sind, ne? Okay. 6 mal 4. Reicht das? Ja, ne? 24 müsste ja eigentlich kein Problem sein. Hier gibt es natürlich geil Essen, ne? Aber ich brauche mehr Leute. Das sind doppelt so viele Leute. Hier müssen Leute rein. Und dann brauche ich auch Häuser. Jetzt die Frage, was du machst. Wir haben relativ viel Stoff, woher auch immer. Da könnten wir die Harpien schon mal versorgen. Die sind eh da immer irgendwie am unteren Limit, kratzen die da rum. Mit Echsen können wir aber auch ein paar versorgen. Woher habe ich denn den ganzen Stoff eigentlich? Habe ich hier auch Stoff? Nö. Aber das sollten wir auch im Auge behalten, tatsächlich. So, Getreide wird auf jeden Fall angepflanzt. Das Ding ist auch gleich fertig. Die Echsen haben wir im Blick. Wenig Nahrung, wenig Nahrung. Ja. I try. So, da gehe ich jetzt auf Nummer sicher. Scheiß auf das bisschen Holz. So, das Ding ist uns. Das Ding ist uns. Kommt natürlich dann direkt hier rein. Irgendwie. Nein, Scheiß ist drauf erstmal. So, Pochwerk, das bringt uns natürlich auch erst was, wenn wir dann Getreide haben.
Das hier hingegen kann natürlich auch schon die Dinger hier benutzen. Und das auch. Das sollten wir auch machen. Du machst mal schön nur Fleisch. Das ist schon mal klar. Okay, was haben wir hier? Nicht schlecht, sehr gut. Das machen wir. Ein paar Wurzeln die Minute fürs Nichtstun ist immer gut. Hier sollten wir übrigens auch schnellstmöglich dann auch noch die Dinger in Auftrag geben. Ja, Bretter. Wie viele Holzfäller? 5 nur. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon die Jahr 3 oder Jahr 4. Wann kommen die Zysten? Das ist die Frage. Los Zystos. Ja, ich muss auch noch das Ding hier bauen, ne? Den behelfsmäßigen Außenposten, den Baumaterialpaket habe ich, glaube ich, sonst nicht. Und die sollten wir dann schon irgendwann bauen. Sind gleich auch die Beeren weg, ne, dann wird es hier schon eng. Und dann reicht auch eine Farm nicht, muss ich auch sagen. Das heißt, wir müssen schon sehen, wenn wir noch Farmgelände bekommen. Und zwar ASAP. Weil sonst bringt uns hier... Damit kommen wir auch nicht weit. Mit dem Gelöt, weil... Das bringt uns jetzt auch nicht viel. Also die Bäume bringen uns nicht viel, was das angeht. Also Nahrung ist hier gerade tatsächlich das größte Problem. Ich brauche Farmfläche. Das hilft nicht. Steinmetz. Ja. Wie viele haben wir jetzt hier? 20, 27, 27. Das ist alles erstmal okay. Zum Glück kriegen wir jetzt auch noch hier so ein paar Wurzeln nebenbei. Theoretisch könnte ich halt auch schon das Zeug hier einschmelzen, also unsere, weil wir haben auch noch 12 Barren, ne? Was kostet nochmal Fuchsbau? Das sind so richtig teure Scheißhäuser, ne? Ach ja, diese Scheiße. Wieso denn eigentlich? Wieso kann man das nicht switchen? Was kriegt man hier nochmal raus? Manchmal irgendwie? Stein, okay. Yes. Wildlands. Weideland. Natürlich sehr weit da oben, aber egal. Weideland ist Weideland. Ach, shit, ey. Ich wusste es. So, warte mal. 3 haben wir und es kostet auch 3, oder? Ja. Diese Scheiße immer. Okay, das muss ich priorisieren auf jeden Fall. Das hilft nichts. Nicht, dass wir da schon wieder diesen einen Fehler machen.
Also Beeren sind auf jeden Fall bald aufgebraucht. Das ist halt jetzt auch die Frage, ne? Ich müsste halt eigentlich auch Mehl machen. Ich könnte übrigens, sehe ich gerade, die wir hier mündlich kriegen, sparen und daraus Mehl machen. Ohne wie sinnvoll das ist. Hier die Ernten auf jeden Fall jetzt gerade. Weiß halt nicht, ob ich das erstmal verbieten sollte. Noch ist ja Zeug da. Würde ich daraus erstmal nur Mehl machen. Und wir haben hier, wir kriegen Reputation gerade tatsächlich. Die Harpien sind ultra happy. Nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir sehen, dass wir irgendwie auch kristallinen Tau kriegen. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, ohne dass die Füchse ihre eigenen Buden da kriegen. Oder man holt sich halt kristallinen Tau ein bisschen irgendwie durch die Kisten hier, was aber gerade auch nicht danach aussieht. Nee. So, jetzt brauche ich Echsen. Ne? Echsen waren, glaube ich, gut hier drin. Oder waren es die Harpien? Harpien sind, glaube ich, schnell, ne? Ja. Hier ist momentan eh leer. Dann ballert mal. Weitere Beeren habe ich ja gerade nicht, ne? Nope. Essen ist durch das Fleisch jetzt tatsächlich ein bisschen stabiler geworden. Wir brauchen halt irgendjemand, der hier noch Mehl macht irgendwie. Aber den Bilder kann ich gerade auch nicht wirklich aufgeben. Müssen gleich mal gucken. So, die Baumaterialpakete wären halt auch nicht schlecht, ne? Sollten wir demnächst mal einen Auftrag geben. Was haben wir hier? Ach du Jemine. Habe ich es jetzt aufgemacht im Winter? Ich dummer Vollidiot. 50 Bäume fällen. 5 Minuten, das ist nicht lang. Aber man muss auch sagen, ist jetzt nicht so geil hier die Belohnung. Also von daher ist das nicht so tragisch. Das auf keinen Fall. Wie, weißt du, das ist halt auch wieder so eine Scheiße. Woher wissen die oder wann? Woher soll ich das? Das ist doch scheiße. Naja, die Metzgerei wäre ganz geil für uns, definitiv. Aber ich habe sie halt einfach nicht. Ich könnte jetzt spekulieren. Was soll ich tun? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, nichts. Ich muss es ja.
Sturmwasser liefern. Das ist nicht schlecht. Alchemistenhütte. Das ist nicht. Das ist sogar sehr gut. Wir brauchen kristallisierten Tau. Tee haben wir schon, aber den Tau haben wir nicht. Und Wein? Ja. Was brauchen wir denn hier? 10 Harpien haben ist ja kein Problem. Harpien entschlossen, aber sieht da schon anders aus, weil Dörrfleisch und so. Egal, ich mach das aber, weil. Oder? Ich weiß es nicht. Mach das. Ja, dann gucke ich mir noch nicht an. Jetzt auch irgendwie alles, allen Stoff verbraucht. Das bedeutet, wir sollten dann auch mal darüber nachdenken, wieder Stoff herzustellen. Allerdings wird das der Fleischproduktion nicht entgegenkommen. Wir sollten vielleicht mal gucken, ob man irgendwie noch Flachs erntet. Allerdings sehe ich jetzt hier gar nichts davon. So, Winter is coming. Da machen wir mal gerade, bevor das jetzt kommt, 2 Holzfäller weg. 3 Holzfäller weg. Ja. Sieht okay aus. Ja, die verbrennen die Zisten, das ist gut. Ja, jetzt könnte man natürlich wirklich mal gucken, ob wir ein paar Pasteten herstellen. Bisschen Mehl. What the fuck, wie viele sind denn das jetzt? Verlieren tatsächlich 2 Leute, oder? Wir brauchen die für alles ewig, habe ich das Gefühl. Ja, wir verlieren Leute. Scheiße, muss ich sagen. Na gut, senkt wenigstens die Feindseligkeit, weil wir ja diesen Schrein hier haben. Aber trotzdem. Lange alles. Ist noch früher den Scheiß machen, ey. Das gibt's doch gar nicht. Alter, nee, ey. Diese Trottel, ne? Deshalb Ungeduld ist auch wieder. Es ist einfach scheiße. Gucken wir mal auf die. Ja. Wird ordentlich gesenkt. Okay, immerhin. Aber trotzdem 3 Leute weniger. Gucken, was wir kriegen. 3, 4, 4. Oh, das sind schon nice Sachen hier.
nervt. Weil das mit der Feindseligkeit war gut. Definitiv. Steht das eigentlich irgendwo, wie viel das schon geerdet wurde? Minus 80 haben wir erhalten. Das ist ja schon nicht wenig, ne? Also, ja, alles nicht so einfach. Folge ist auch zu Ende, Leute. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder und schauen dann mal, wie es weitergeht. Euer Brilli, ciao.